Check den echten Scheiß, das ist wie Therapie. Digga, wie Therapie. Ja, also der Name fürs Album, der stand eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange fest. Ursprünglich wollte ich das als Mein Name ist Nase machen, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil das jetzt für mich doch ein Album ist, wo es wirklich nicht nur um Pflege oder so geht, sogar eigentlich fast gar nicht, sondern es geht einfach um Musik, um viele verschiedene Themen, die mir wichtig sind. Und auch natürlich so ein bisschen darum, dass Musik eine heilende Wirkung hat. Ich persönlich habe schon in sehr jungen Jahren mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen gehabt, wo mir die Musik sehr geholfen hat. Und ich glaube, dieses Album ist auch ein Album, das sehr viel heilende Wirkung haben kann. Ich möchte mit diesem Album eigentlich erreichen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, dass Menschen wieder mehr Hoffnung haben, mehr zusammenhalten und dass das Album einfach und die Musik, die ich da drauf habe, eine heilende Wirkung hat für Menschen. Und deshalb passt der Titel Musizin so wunderbar, weil Musik ist Medizin und auch meine Musik soll einfach Medizin und Balsam für die Seelen sein. Also Musik spielt schon eine wesentlich größere Rolle in der Pflege und in der Behandlung von bestimmten Krankheiten oder auch bei der Schmerztherapie. Also eine viel größere Rolle, als viele vermuten. Aber ich denke, dass Musik eine noch viel größere Wirkung einfach auf Menschen hat, eine positive Wirkung. Und da sollte noch viel mehr geforscht werden und viel mehr gemacht werden. Ich habe vor kurzem ein Video auf meinem Kanal hochgeladen, wo es um die Musikhörpflicht geht, weil Musik eben so eine gute heilende Wirkung hat. Das ist zwar ein bisschen ein satirischer Beitrag, aber da steckt sehr viel Wahrheit drin. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass bestimmte Musik auch bei Corona, insofern, dass es halt sich auch auf die Atemfrequenz auswirkt, jetzt nicht unbedingt Corona heilen kann, aber durchaus hilfreich sein kann bei der Behandlung. Und da würde ich mir wünschen, dass in vielen Bereichen einfach viel mehr geforscht wird, viel mehr gemacht wird und Musik eine viel größere Rolle noch einnimmt, als sie es sowieso schon eingenommen hat in der Behandlung. Also ich glaube, es gibt schon nochmal natürlich einen Unterschied zwischen Musik hören und Musik machen. Und ich denke auch jemand wie ich, der halt auch selber Musik macht, der hört Musik vielleicht auch nochmal anders. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, wenn einem das halt bewusst ist, was für positive Auswirkungen Musik auf Menschen haben kann. Auch gerade für mich als Künstler. Dadurch, dass mir das bewusst ist und auch diese Verantwortung, die ich dadurch vielleicht habe, dass ich was bewegen kann und Menschen vielleicht zum Nachdenken anregen kann oder denen halt einfach positive Gefühle mit auf den Weg geben kann, das birgt natürlich auch eine große Verantwortung. Und für mich selber auch ist dieses Musikmachen auch einfach wie so eine Art Heilungsprozess. Also das bringt mich immer irgendwie so ein Stück nach vorne und bringt mich dazu, dass ich mich besser fühle als vielleicht an Tagen, wo ich keine Musik mache. Auch, dass ich mich halt so sehr mit mir selber auseinandersetze und mit meiner Umwelt. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr empfehlenswert ist. Wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu machen, dann sollte man das auf jeden Fall tun, weil das hat wirklich sehr, sehr viele positive Auswirkungen auf mich selbst und auf mein Umfeld. Ja, ich denke, im Moment wird da erstmal nicht direkt was kommen. Ich wollte auch nie so als Pflegerapper abgestempelt werden und mir gefällt es jetzt unter meinem echten Namen Musik zu veröffentlichen, weil das auch wirklich 100% ich bin. Also das ist mein Gefühl, das ist das, was ich zu sagen habe und sagen will und wie ich mich ausdrücken will. Und das kann ich nur als Martin Original. Und Pflege wird immer irgendwie eine Rolle spielen für mich und auch für meine Musik. Aber ich möchte halt auch über sehr viele andere Themen sprechen, weil es gibt viel zu viele andere Probleme oder Dinge, wo man manchmal auch vielleicht einfach eine positivere Sicht drauf braucht, die angesprochen werden muss. Und da möchte ich mich nicht so auf nur Pflege beschränken, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und deshalb denke ich, wird jetzt vor allem als Martin Original meine Musik auf den Markt kommen. Zuletzt nochmal vielen Dank für das Interview, vielen Dank fürs Hierhaben. Abonniert den Kanal vom Pflegekanal, die machen einen sehr, sehr guten Job und
auch gerade für Menschen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, gibt es hier sehr, sehr coole Videos. Also Kanal abonnieren, gerne auch meinen Kanal abonnieren, bei mir vorbeischauen. Hört euch das Album Musizin an und versucht euer Leben so gut zu leben, wie es möglich ist. Hey yo, ich hab viel zu sagen, drum hör mir gut zu. Merk und stech dir meinen Namen auch gern als Tattoo, dass du mich nicht vergisst und wie wichtig es ist. Was ich zu sagen habe, muss raus in die Welt, raus in die Welt.